Seid willkommen hier im Fuji-Wald und es geht weiter mit Inazuma Eleven 2. Letztes Mal, letzte Session kann man sagen, sind wir hier jetzt hergereist Richtung Fuji, wo anscheinend das Hauptquartier der Aelis Academy ist. Und ich habe einiges trainiert. Einiges sogar. Habe ich ja auch letztens gesagt, ne? Gegen wen war das nochmal? Ich weiß jetzt nicht mehr so recht. Aber da waren schon ziemlich auf einer Ebene mit uns. Und da habe ich mir gedacht, jetzt muss ich trainieren und alles drum und dran. Und ja, im ersten Moment kann man sagen, ein bisschen übertrieben. Ich glaube, alle irgendwie so 10 Level oder mehr dazu bekommen und ich habe auch einiges an Spezialtraining unterzogen, den ganzen Typis hier. Axel, du bist gleich einmal der Erste, der einen 100-Wert hat. Obwohl, ich glaube, Erwick, wo bist du? Da. Na, ist auch schon nah dran. Naja, aber ja, irgendwie möchte ich das dann erleben. Also nicht vergessen, eben auf Excel zu schauen. Ich möchte das wirklich erleben, ne? Zum ersten Mal eine dreistellige Zahl hier. Naja. Aber ja, ich war ein bisschen übertrieben, aber wie schon gesagt, irgendwie war ich dann im Training drinnen und wollte mit so vielen Spielern wie möglich ein Spezialtraining machen, ne? Um ein paar Werte zu boosten. Keine Ahnung, wie bei ihm Schusskraft oder bei ihm Verteidigung oder besonders bei Sean. Habe ich einiges gedüffelt sogar. Ihn auch schon Schusskraft gegeben und alles drum und dran. Das möchte ich jetzt wenigstens noch erleben. Vielleicht kommen wir jetzt nicht mehr zum einem normalen 4 gegen 4. Das glitscht da oben ein bisschen herum, seht ihr das? Nein, ey. Komm schon, Gegner, spring mich halt an. Das ist hier noch ziemlich doof gemacht, würde ich sagen. Das gefällt mir dann in Go besser. Muss ich dann auch lassen, ne? Weil ich glaube, dann im dritten Teil hier wird es wahrscheinlich auch so sein, dass die Gegner hier random auftauchen. Aber ich finde es halt irgendwie besser, wenn die Gegner einfach so doof herumstehen und man die einfach nur ansprechen muss. Weil hier kann es sein, wie ihr es gerade gesehen habt, kann das eine ziemlich lange Zeit dauern, bis da dich jemand mal anspringt, ne? Und das macht das Training dann auch nicht wirklich besser. So, eigentlich wollte ich mit Sean, schieß mal ein Tor, ne? Mit deiner Schusstechnik. Ja. Weil er ist ja ziemlich frustriert, weil er ja perfekt werden will. Auch wenn das ziemlich... Sagt er mal, hast du schon ziemlich hohe Ziele gesetzt? Weil perfekt, was ist denn eigentlich schon perfekt? Kann man überhaupt perfekt sein? Das ist schon die Frage. Aber er wollte auf jeden Fall, was das Stürmerdasein betrifft, besser werden. Und jetzt ist er besser geworden. Ne? Dieser ein sauguter Verteidiger und ein sauguter Stürmer. Und das freut mich. Das wollte ich auch euch ein bisschen zeigen und kurz zeigen, weil ich denke an Sean. Nicht so wie die anderen, ey. Auch wenn ich sagen muss, dass ich jetzt den Anime auch ziemlich nachgeholt habe. Eigentlich eh genau jetzt wieder auf einer Ebene. Also ich habe jetzt kein Vorratwissen mehr so gesehen vom Spiel aus. Ich habe den Anime jetzt bis jetzt nachgeholt ungefähr. Ich konnte die Folge, die letzte... Okay, da muss man hintipsen. Wie ich beim Training immer voll aufgepasst habe. So einen großen Bogen machen, einen großen Bogen, ne? Nicht, dass ich eine Cutscene dann damit erreiche. So, gegen euch spiele ich jetzt sowieso nicht. Weil der Torhüter kann Techniken und ich habe jetzt keinen Bock auf Techniken, ne? So, hallo. So. Gut, dann mal rüber mit den Okay, mit dem Nein, ich bezweifle, dass das einfach so ausreicht. Geschafft! Jetzt sollte der Bus über den Fluss gelangen. Tja. Was? Kann ich kurz mit dir reden? Oh mein Gott. Axel hat beim Training, wie ich es mir eigentlich vom Spiel erhofft habe, ne? Hat aber im Anime beim Training mal mit Frost gesprochen. Was mich dann schon gefreut hat. Aber ich hab mir dann auch gedacht, dass... Kommt auch im Anime ziemlich spät mal mit Frost darüber zu reden. Aber wenigstens ist da mal was passiert. Aber vielleicht führt er jetzt das Gespräch. In Ordnung. Was willst du von mir? Nicht nur von dir, Frost. Ich möchte auch mit Aiden reden. Oh? Mark hat mir von dir und Aiden erzählt. Er hat mir auch gesagt, was euch beiden zugestoßen ist.
Ich verstehe. Nimm den Ball. Was? Du hast mir letztens gesagt, dass du herausfinden wolltest, wer der Stürmerass von Raimon ist. Nun, hier ist deine Chance, nimm den Ball. Ich kann nicht mehr Fußball spielen, Mann, ey. Ich habe mir jetzt so extra Mühe gegeben, ne, dass ich ihn trainiere und jetzt... Nein. Solange ich nicht Aiden bin, bin ich nutzlos auf dem Fußballplatz. Nein, bist du nicht. Hast du mir bewiesen jetzt gerade in dem Match. Du bist sau cool jetzt. Da verstehe ich ja cool schon fast. Aber das war jetzt doof. Komm schon. Ich möchte nicht, dass du so dreinschaust. Komm schon. Obwohl, doch, Frost kann lächeln. Aber das haben wir jetzt so lange nicht mehr gesehen. Nur meinetwegen kriegen wir den Planetenball nicht hin. Mir fehlt sogar der Mut, das Team einfach zu verlassen. Nur als Aiden taug ich was. Hör auf, dich selbst zu bemitleiden. Aber hast du überhaupt eine Ahnung, wie sehr wir uns um dich gesorgt haben, als du einfach abgehauen bist? Es ist egal, ob du Aiden oder Sean Frost bist. Mark und das Team akzeptieren dich so, wie du bist, mit allen Ecken und Kanten. Mit allen Ecken und Kanten. Ja, also sei nicht so deprie, ey. Ich war früher auch mal so wie du. Ich hatte mit Fußball aufgehört und gesagt, es sei wegen meiner Schwester. Das war aber auch nur eine Ausrede. Echt? Aber du bist doch der perfekte Stürmer. Ich bin ganz sicher nicht perfekt. Außerdem, wenn man perfekt ist, muss das nicht heißen, dass man perfekt geboren ist, ne? Auch wenn ich nicht der Meinung bin, dass jemand perfekt sein kann. Aber wenn jemand perfekt ist, dann eher, weil er aus seinen Fehlern gelernt hat aus der Vergangenheit. Also, red nicht so einen Stuss immer zusammen. Hör mal, du magst Fußball, oder? Ja, aber das ist nicht genug. Ich bin nicht gut darin. Alle sind fortgegangen, weil ich nicht gut genug war. Was soll das schon wieder heißen? Wer ist fortgegangen? Du hast einen Unfall gehabt. Was kannst du da dafür? Mama, Papa, Aiden, sogar Kevin. Ich muss perfekt sein. Ach komm schon. Ich hab keinen Platz in dieser Mannschaft. Verdient, solange ich nicht perfekt bin. Ach Mann. Deswegen meine ich ja die ganze Zeit, redet mal mit diesen Burschen. Es kann ja nicht angehen, dass der so lange da mit diesem traumatischen Erlebnis kämpfen muss. Auf dich allein gestellt wirst du niemals perfekt werden und sein. Perfektion erreicht man nur in einem Team. Was? Das muss dir doch aufgefallen sein, während du mit Mark unterwegs warst. Mark gibt einem immer das Gefühl, nicht allein dazustehen. Da hat er schon recht. Ich bin nicht allein. Ja, bist du nicht. Natürlich bist du das nicht, Frost. Yes, komm schon. Komm schon, Team. Endlich, endlich, dass ich das mal erleben kann in diesem Spiel. Die reden mit Sean. War zwar schon ziemlich lange fällig, aber sie reden wenigstens jetzt einmal mit ihm. Das habe ich die ganze Zeit verlangt, ey. Ihr habt das alles gehört? Wir sind alle nicht allein besser geworden. Wir haben uns erst im Team verbessert. Das stimmt, Frost. Wir sind hier, um miteinander, umeinander zu helfen. Na komm schon, wir sind deine Freunde. Du musst deine Probleme nicht allein bewältigen. Ach Leute, ihr seid... Du bist nicht allein, Frost. Das ganze Team steht hinter dir. Oh, endlich. Oh, wie lange ich diesen Moment abgewartet habe. Endlich reden sie mit ihm. Ich bin zwar immer noch der Meinung, viel zu spät, aber dann, ja, kann ich ein Auge zudrücken und sagen, besser spät als nie, ne? Also, ist es in Ordnung, wenn ich bei euch bleibe? Natürlich, Frost. Bleib bei uns und hab Spaß am Fußball. Spaß am Fußball, ne? Ich nehme an, dass ich hätte mir nicht so viele Sorgen machen müssen. Ich. Wir beide sind Sean Frost. Schon die ganze Zeit. Ja. Aber das... Hoffentlich erfahren wir das mal, was da wirklich Sache ist, ne? Weil rein logisch betrachtet kann ich mir vorstellen, dass
jetzt dieser Aiden einfach eine Persönlichkeitsstörung ist. Kein Geist von Aiden, der beim Unfall in John Frost gefangen wurde oder halt einfach... Gefangen muss er ja nicht, er könnte ja auch irgendwie... keine Ahnung, ist doch auch egal. Aber ich denke mir halt immer, das ist eine Persönlichkeitsstörung so gesehen für ihn, dass er das irgendwie von alleine, weil er ja immer alleine war mit diesem Erlebnis, dass er das irgendwie verkraften kann, was da passiert ist, dass er sich halt einredet, Aiden ist dauernd bei mir. Und deswegen sagt auch Aiden immer wieder solche Sachen, die man sich halt einredet, wenn man dauernd ganz alleine da ist und dann nur am Verzweifeln ist. Naja. Na, endlich hast du es kapiert, Sean. Hast dir lange genug Zeit gelassen und so. Aiden? Endlich hast du verstanden, dass du nicht allein bist, dass du Freunde hast. Hast du uns zu Alice gebracht, nur damit ich das verstehe? Vielleicht habe ich das. Aiden. Aber wie es jetzt ausschaut, ist das wirklich Aidens Geist. Wie es aussieht, ne? Weil, warum soll er sich das jetzt einreden? Dann ist das doch trauriger als erwartet. Aiden, wo gehst du hin? Na, wohin, Sean? Es gibt mich nur an einem Ort, in deinen Gedanken. Aber jetzt brauchst du mich doch gar nicht mehr, oder? Aiden. Ach komm schon, schau nicht so traurig. Genau. Aber jetzt, weil er ja nur Produkt seiner Gedanken ist, ist es... Das ist nicht wirklich der echte Geist, aber keine Ahnung. Ist halt verwirrend, aber auch traurig. Aiden, ich war doch immer abhängig von dir, selbst wenn du nur in meinem Kopf warst. Ich denk mal, du musstest etwas tun, um mir zu helfen. Aber jetzt geht es mir gut. Das Team und ich, gemeinsam sind wir unschlagbar. Ich werde dich im Auge behalten schon, aus dem Inneren deines Herzens heraus. Oh. Oh. Auch wenn es verwirrend ist, wer jetzt Aiden wirklich ist, so gesehen, es ist rührend. Mumm. Also dann, pass gut auf dich auf, Sean. Danke, Aiden. Das ist schon doof. Schaust denn jetzt auf einmal aus? Achso, Moment. Ist jetzt sein Haar irgendwie anders? Schaut schon ein bisschen anders aus. Aber er hat nicht mehr den Schal. Okay. Mark, ich möchte dich um einen Gefallen bitten. Kannst du das hier für mich aufbewahren? Ist das nicht dein Schal? Den trägst du doch immer. Ja, das war Aidens Schal. Ich habe ihn als Erinnerungsstück aufbewahrt, aber jetzt brauche ich ihn nicht mehr. Ich habe verstanden, dass Aiden immer bei mir ist. Ich kann nicht aufhören zu... Wow, in Ordnung, Frost. Ich werde ihn für dich aufbewahren. Danke, Mark. Danke auch, Axel. Und euch allen. Gern geschehen, Frost. Auch wenn ich der Meinung bin, dass das ziemlich spät war. In Ordnung, gehen wir zurück zum Bus. Es ist an der Zeit, dass wir uns zum Labor der Sternenschüler begeben. Yes! Du miteinander vorgeschmolzen oder ist wieder so ein Persönlichkeit? No. Aber jetzt würde mich mal brennend interessieren. Okay, gleiches Level. Wie schauen die Werte aus? Na, das habe ich jetzt gerade nicht so im Kopf. Irgendwie, sind das die gleichen? Das muss ich dann später nachschauen. Ich glaube, irgendein 80er-Wert war nicht auf 88. Naja. Aber jetzt ist er ziemlich gut dran. Und die Attacken, da habe ich jetzt gar nicht drauf geguckt. No. No, ey. Aber jetzt hast du so gesehen auch dieses Erlebnis auch mal, wie sagt man, verkraftet, halt daran gearbeitet, würde ich jetzt mal sagen. So, da unten ist er. Und Aurora Twirling Eislaufblock, die habe ich noch. Okay, nur Eislaufblock, aber ist das nicht... Ne? Schwache Technik, eher eine schwächere. Stürmer aus der Reimann entstand durch Kombination mit Aiden. Aber verabschieden, ey, Miststück, wir haben dir jetzt geholfen und jetzt geh weg. Spezialtechnik, ich möchte mal schauen. Na, 25 ist nicht so gut. Das kann man jetzt auch nicht irgendwie weg, oder? Kann man das jetzt irgendwie, obwohl ich habe keinen
Was ist denn das? Verteidigung. Ich bräuchte eine bessere Verteidigung hier. Pff. Keine Ahnung. Darum kümmere ich mich dann irgendwann anders. Naja. Aber jetzt kann es endlich mal weitergehen. Die Trainerin hat überhaupt nichts gemacht, ey. Ja, vielleicht meint sie wieder so auf. Ich habe ja nicht geholfen, weil ihr da selber checken musstet und blablabla. Aber das ist schön und gut, diese Einstellung, ne? Dass man nicht den Kindern alles vorkaut, ne? So werden sie ja nie besser. Das verstehe ich ja schon. Aber alles allein machen, das ist auch nicht das Rechte. Das ist einfach... Keine Ahnung. Das kann auch ziemlich nach hinten losgehen. Da brauche ich nicht das Mikro schlagen, ey. Das ist einfach unverantwortungsvoll, würde ich sagen. Dass man die einfach nur im Stich lässt und sagt, ja, lern halt drauf. Hilft dir nix. Naja. So, Frau. Du hast ja deine eigenen Störungen, ne? Gut gemacht, Mark. Jetzt können wir aufbrechen. Wir sollten bald beim Labor der Sternenschüler sein. Alles klar, Trainerin. Hört mal alle her, Team. Dies wird unser letztes Spiel gegen Alias sein. Vielleicht nicht. Zeigen wir ihnen, was wir drauf haben. Ja! Ja! Okay. Aber wo fahren wir jetzt bitte hin? Du kannst jetzt zum Labor der Sternenschüler gehen. Wo fahren wir jetzt eigentlich hin? Geradeaus? Diesen Weg hatten wir ja eigentlich schon. Lass mich mal kurz nachgucken. Gibt's hier nicht mehr, weil ich habe auch nachgesehen wegen ein paar Spielern hier im Fuji-Wald. Ich habe nachgesehen, wo die sich befinden, ne? Weil das ist ziemlich doof hier im Fuji-Wald, wenn man da Spieler anwerben möchte. Die sind ja irgendwo random dann. Im Fuji-Wald selber drin. Und ich habe halt einen Spieler nicht gefunden und habe mir halt irgendwie gedacht, dass es vielleicht einen weiteren Teil von diesem Fuji-Wald gibt. Und ich habe auch online danach gesehen und da eine Karte gesehen, wo der Fuji-Wald doch größer ausgesehen hat. Aber wie es aussieht, ist hier jetzt mal nix. Vielleicht, weil es ist ja das erste Mal, dass in diesem Spiel, beziehungsweise in Inner Zoom 11, dass es da zwei editionsspezifische Teams gibt, ne? Vielleicht wartet dort Prominence auf uns. Dieser Stein da, vielleicht öffnet sich der da uns irgendwie einen Weg nach der Hauptstory. Kann das sein? Aber ich kann mir auch irgendwie vorstellen, weil das ja das erste Mal ist, hat man dieses editionsspezifische, diese Mannschaft, in die Story eingebaut. Wie halt im Anime, ne? Aber, naja, Labor gehen wir einfach. Obwohl, Folge ist gleich mal vorbei. Naja. Oh, wow, Trainerin Lina, schauen Sie sich das mal an! Ja, was das ist, das werden wir im nächsten Part wohl erfahren. Ich habe gar nicht auf die Zeit geachtet, auch wenn ich am Anfang ein bisschen geplappert habe, aber irgendwie kann ich mir vorstellen, dass jetzt ziemlich viel geplappert wird und ich mache jetzt lieber Schluss. Hallo Leute! Ciao, ciao! Und bis zum nächsten Mal.